Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Immer noch mitten in der Schlacht, beim Rückzug von Brule. Ja, der Panzer ist direkt hier vor den Toren, ballert den noch fleißig ab. Und wir haben, was? Da ist immer noch einer mit einem Kommandopunkt. Verdammt. Das sehe ich jetzt erst, super. Also gut, dann, du hast keine Granaten mehr. Was mache ich als nächstes? Ich nehme erstmal den Epic Beardman und wir nehmen den Typen mit den Kommandopunkten auseinander, der komischerweise immer noch hier ist. Na, wie geht's dir so? Hast du einen schönen Tag heute gehabt? Ja, das ändert sich jetzt. Boah. Au, 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 au. Ja, super. Entschuldigung. Das versuchen wir auch gleich nochmal. Und zwar... wir haben keine Granaten mit dem Typen hier. Super. Leider ist keine prozentuale Zahl hier vorhanden. Deswegen wir auch nicht erkennen können mit... Wie kannst du denn... so perfekt daneben schießen. So, wir gehen mal hier ein bisschen weiter. Hallo. Ich bin unsichtbar, du siehst mich nicht. Boah, okay. Das war ein totaler Einfall. So, Elisha, du kümmerst dich um den Typen, der wirft hier kackfrech Granaten auf uns. Oh Gott. Nixer. So, aua. So, wenn wir jetzt Viereck drücken, können wir zu den Granaten wechseln. Ja, super, ich treffe den ja kaum. Was soll's? Sandsack, verschwinde! Super. Ah! Wusste doch, die Level ist nicht so leicht. So, jetzt wechseln wir zu dir. Au! Na warte, du musst jetzt kaputt gehen, du gehst mir auf Nerven. Boah, irgendwie ist mein Controller ein bisschen überempfindlich. Vielleicht muss ich zweimal treffen. Komm schon, jawohl. So, wir bleiben schön hier oben mit dem Typen. Und damit ist unser Zug auch schon vorbei. Ja. Das war nicht so ein produktiver Zug. Verdammt. Ja, und er setzt natürlich hier direkt. Ah! Nur zwei Züge. Nein. Ich glaube, er kann auch nur einmal schießen. Los, Elisha, mach ihn platt. Komm schon. Oh Gott, Elisha. Die ist auch leicht tot, wenn er so weitergeht. Und? Jawohl. Ich glaube, dass irgendjemand stirbt. Der Kommandant, der könnte ruhig sterben. Jawohl, komm her. Ha! Au! Ei, au, wie er zusammenzuckt. Na warte, dich krieg ich auch noch. Boah, das bringt ja eigentlich nicht viel. Der muss ja eigentlich nur zwei Dinger haben, damit der Panzer schießen kann. Also bringt es eigentlich gar nichts, die Scouts hier zu erledigen. Außer Ruhm und Ehre. Nein, schon wieder auf Elisha. Na, warte, jetzt stirbst du aber. Damn! Oder auch nicht. Ugh. Okay. Wilkin ist angekommen. Da oben ist er. Die Edelweiß startet durch. Ja? Also. Ja, Panzer. Panzer haben eine riesige Feuerkraft und riesige Verteidigung. Panzer machen alles platt, bla 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 bla. Benutzen 2 CP.
Da ist doch keine Wand. Bams. Hi. Na? Jawohl. Na? Ja, wir können später darüber reden, wie awesome unser Panzer ist. So. Jetzt bist du dran. Komm her. Verdammt, den treffen wir nicht mehr. Aber wir haben ja noch mehr Waffen. Wir haben Antipersonen-Zeugs. Im Angriff mit einem Panzer. Panzer haben drei verschiedene Arten des Angriffs. Anti-Rüstungskugeln oder Raketen, Anti-Rüstung, Anti-Explosions, Mortar-Gewehre und Anti-Panzer, Anti-Personen und Maschinengewehr. So. Ja, das ist ja irgendwie selbsterklärend. Hi. Na? Ich krieg dich nicht, was ist das denn? Denk mal scharf nach. Bams. Ja, und wenn da jetzt mehrere stehen würden, dann wäre das sehr schmerzhaft gewesen. So, mehr können wir gerade nicht machen. Zack. Na? So, und rate mal, wo der Schwachpunkt bei einem Panzer ist. Dieses sehr leuchtende blaue Ding in ihr. Zack. Nein. Ich habe ein Problem. Ja, da ist der Schwachpunkt, habe ich schon erklärt. Hör mir nochmal verdammt nochmal zu. Nein. Verdammt, ich habe ein Problem. Okay, wenn wir jetzt Pech haben, dann schaffe ich die Mission nicht mehr. Ich hätte eigentlich die Hälfte was abziehen müssen. So, jetzt muss ich ganz schnell switchen, damit der Lisa nicht getroffen wird. Boah. So, wenn der Panzer jetzt nicht so ein Arsch ist und Lisa angreift, dann gewinnen wir. Njum. Wow, ist der bescheuert. Was? Da sind noch welche? Da fuck. Das möchte ich mir jetzt mal ansehen. Auch wenn das jetzt ziemlich dämlich ist. Wer ist da hinten? Das kann auch sehr gut sein. Hin? Ah, ich verstehe. Da sind so Spezialeinheiten, die auch spezielle Waffen hinterlassen. Und die sollte man sich nicht entgehen lassen. So, wenn man die Typen nämlich aufsammelt, dann bekommt man am Ende der Schlacht bestimmte Waffen. Geil. Er hat jetzt zwei Züge eigentlich nur dafür verbraucht. Hin und her zu laufen. So, damit das jetzt ein garantierter schwerer Treffer wird. Was in Gottes? Und nochmal. Ich muss das Ding treffen, hallo? Sonst haben wir ein Problem. Was in Gottes Namen? Wir verlieren ja noch, wenn das so weitergeht. Verdammt, 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 der Dreck. Es muss ja natürlich so knapp sein, ne? Hi. Mann. Ich muss da Dingen treffen. Das ist der Schwachpunkt. Wenn ich so normal auf das Ding schieße, dann wird das fast gar nichts bringen.
Ey, leck mich. Also, was? Es kann natürlich nicht einfach gehen, ne? So, da, guckt euch das an. Das bringt ja gar nichts. Ich glaube, man kann aber auch so auf die Dinger schießen. Leck mich. Ich glaube, man kann auch so die Dinger kaputt machen, indem man hier schön Granaten aufwirft. Nö. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, muss ich jetzt sagen. Ugh. Ich habe noch nie so viel Probleme, das Ding zu zerstören. Das darf nicht wahr sein. So, jetzt trifft das Ding. So, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du von hier aus nicht triffst. Jawohl. So. Meine Herren. Und... Zack. Boah, war das jetzt so schwer. Und Mission komplett. Das war eine Geburt. Apropos Geburt. So, Mission abgeschlossen. Bams. Und wir haben dieses Ding bekommen. Keine Ahnung. So, kommt jetzt direkt die Cutscene oder kommt das Buch? Perfekt. Nee, ich glaube nicht, dass das nur 2 Minuten sind. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier einen Schnitt, beziehungsweise ich mache einen Schnitt, ihr macht überhaupt nichts. Ich bin ja der Meister, hallo. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und sage Tschüss.